Hallöchen, und heute wollte ich euch ja zeigen, wie ich das Langhaar mache und welche Tipps ich euch dazu geben kann. Ich muss euch dann leider auch sagen, dass ich das euch nur in Photoshop und mit einem Grafiktablet zeigen kann, weil ich eben genau mit den Dingen arbeite. Ich denke, bei GIMP habt ihr ähnliche Möglichkeiten, eure Pinseleinstellungen ähnlich denen von Photoshop zu machen. Hier bei Photoshop hat man eben die Möglichkeit, den Pinsel nach hinten hin oder je nachdem fein auslaufen zu lassen. Ich denke, dass es diese Einstellung auch bei GIMP gibt, aber ich kann es euch jetzt leider nicht sagen, weil ich mit GIMP nicht arbeite. Und wenn ihr zum Beispiel mit irgendwelchen Brushes arbeiten wollt, habe ich anfangs auch gemacht. Da gibt es viele schöne bei DeviantArt downzuladen. Ich werde euch den Link dann auch nochmal in die Infobox tun. Von ein paar Brushes, die ihr dann benutzen könnt, wenn ihr mit denen arbeiten wollt. Wenn ihr zum Beispiel nur eine Maus zur Verfügung habt. Ich habe eben das Langhaar nicht gemalt, weil mir das einfach zu viel Arbeit war. Und weil mir eh schon nach 5 Minuten das Handgelenk wehgetan hat wegen der Maus. Deshalb habe ich damals für mich entschieden, einfach ein Grafiktablet zu kaufen, weil ich Spaß daran hatte, die Bilder zu bearbeiten und mir das auf Dauer mit der Maus zu dumm gewesen wäre. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht allzu schrecklich, weil ich bin ein bisschen erkältet, habe Halsweh. Deshalb rede ich auch wahrscheinlich nicht so deutlich, aber meine Versprecher kommen nicht davon. Die sind einfach, weil ich heute etwas verplant bin. Und ich kann euch ein paar Tipps geben, aber das heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie ein Profi bin und das perfekt kann. Ich bin selber überhaupt nicht zufrieden mit meinem Langhaar in letzter Zeit und versuche da auch irgendwie neue Techniken rauszufinden, damit ich das realistischer und schöner hinbekomme, sodass es mir dann auch wieder gefällt. Aber ich kann euch jetzt erstmal zeigen, wie ich das in den letzten paar Monaten immer gemacht habe und wo dann auch etwas rauskommt, was ich als halbwegs akzeptabel bezeichnen würde. Also, ich fange meistens an mit einer recht dunklen Farbe, in dem Fall. Weil wir ein braunes Pferd haben, wenn wir einen Fuchs haben, nehmen wir natürlich nicht schwarz. Und wir fangen jetzt dann einfach mit einem ziemlich dunklen Grau an, weil wir nachher noch Schattierungen und Highlights reinbringen wollen. Und das geht nicht, wenn wir die Mähne direkt komplett schwarz machen. Also, wir haben jetzt hier einen recht großen Pinsel. Ich mache beim Schopf meistens auf. Kann ich euch nicht sagen, wie ich gerade Lust habe und wie hochauflösend das Bild auch ist, beziehungsweise wie nah das Pferd an mir dran ist. Weil umso näher das ist, desto feiner kann man natürlich auch die Striche machen, weil man mehr Pixel zur Verfügung hat, um. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt und ja, ich wiederhole mich. So, dann fangen wir mal so mit der Grundform von dem Schopf an. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Vielleicht holt ihr euch auch irgendwie eine Vorlage, sucht ein Bild im Internet, wo ihr dann Pferdekopf oder so eingebt, wo ihr dann sehen könnt, wie die Mähne irgendwie verläuft. Ich mache das immer so ein bisschen auf gut Glück, was halt dann auch rauskommt. Ich komme mit kurzem Langhaar eher nicht so klar. Ich kann das besser, wenn die Mähne lang ist, wenn ich mich da so ein bisschen hui, austoben kann. Sonst wo hinfliegen lassen kann. Aber so ganz schlicht und einfach wird es öfters mal dann einfach auch nichts. Dann nehme ich einen etwas kleineren Pinsel, wenn ich so die Grundform habe und versuche so ein paar Strähnchen rausfallen zu lassen, dass das Ganze nicht aussieht wie so ein Topf, den man dem Pferd aufgesetzt hat, sondern halt einfach ein realistischer Schopf, bei dem auch ein paar Härchen rausfliegen. Hier beim Schopf muss ich meistens den Pinsel mit einem Pixel benutzen, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht so richtig, weil
Wenn ich da Striche mache, sieht das nachher beim Rauszoomen so verpixelt aus, dass ich mir denke, warum? Bei anderen geht's auch. Ich weiß nicht, ob die ihre Bilder vergrößern oder was sie machen, dass der Pinsel funktioniert, aber bei mir will er einfach nicht, wenn er ein Pixel groß ist, nach hinten hin auslaufen. Also von dem her habe ich jetzt hier mal so eine Form, so halbwegs. Ist natürlich jetzt auch nicht perfekt geworden, aber zum euch das zeigen reicht es hoffentlich. Und wir nehmen jetzt eine neue Ebene und malen mit dem dunkelsten Schwarz, das es hier gibt in Photoshop, eine Schattierung am unteren Bereich, weil wir uns jetzt hier mal vorstellen, dass das Licht so von links kommt, links oben, und malen hier so ein paar Schattierungen rein, die den Schopf dann im optimalen Fall etwas mehr dreidimensional wirken lassen sollen. Echt schrecklich, krank zu sein. So, wenn ihr das dann habt, könnt ihr noch eine neue Ebene aufmachen. Wer will, kann mit dunkelgrau, hellgrau arbeiten. Ich mache es immer mit weiß, weil ich dann nachher in der Deckkraft selbst entscheiden kann, wie sehr diese Highlights rausstechen. Ich male dann immer so ein bisschen drüber. Hier, ups. So. So ist mir das zu extrem. Aber ich verringere dann immer die Deckkraft noch ein bisschen. Ungefähr hier jetzt mal auf 50% und habe dann hier einen Schopf, der auch etwas mehr Tiefen hat, wie einfach nur mit einer Farbe gemalt. Dann füge ich hier jetzt mal die Ebenen zusammen, dass wir Platz für die Mähne haben. Die werde ich jetzt dann auch nicht komplett ganz malen, aber so hier mal ein kleines Stück, dass ihr das ungefähr so seht. Ich fange auch wieder, oh Gott, es muss gehen. Okay, ich fange mit einer dunklen Farbe an und einem etwas größeren Pinsel, um die Grundform aufzumalen. Da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Techniken. Manche machen das so, dass sie hier erst so ungefähr eine Form aufmalen, was ich normalerweise nicht mache. Ich zeige es euch jetzt einfach mal hier ungefähr so. Dann malen sie das Ganze an. Wenn ich jetzt hier rausfinde, dass diese Technik viel besser ist als meine, dann gehe ich mich vergraben. So, weil ich probiere das jetzt hier gerade auch nur mal aus, um euch zu zeigen, was für Möglichkeiten ihr dann habt. So ungefähr. Wenn das hier ausgemalt ist, dann nehmen wir wieder einen kleinen Pinsel. Erstmal hier mit 2 Pixel. Und versuchen die Strähnen nach hinten mehr auslaufen zu lassen. Das könnt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr bei GIMP es nicht schafft, diese Einstellungen mit dem Auslaufen hinzubekommen, nehmt ihr einfach einen kleineren Pinsel und malt so die Strähnchen nach hinten hin noch etwas dünner, dass das Ganze einen feineren Auslauf bekommt. Okay. So haben wir jetzt ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten, den Verlauf unserer Mähne, die jetzt etwas lang und komisch geworden ist. Es tut mir leid, ich höre das zum ersten Mal so. Deshalb, es ist eventuell nicht das Beste, was ich jemals hier produziert habe. Und fange jetzt wie beim Schopf mit dem Schwarz an, reinzugehen. Besser ist, ihr macht das immer so in die in den Zwischenraum zwischen Hals und Mähne. Dann ist es wie, wenn es da am Hals dann auch wirklich dunkler wird und wo die Mähne aufliegt, praktisch am Hals. So ungefähr. Wieder mal. Okay.
Ich sehe schon, heute sollte ich kein Turnierbild bearbeiten, weil das nämlich grauenhaft werden würde. Okay, dann gehen wir wie vorher beim Schopf mit der Weiß drüber. Um ein paar Highlights zu setzen, die jetzt natürlich wieder viel zu hell sind und wir deshalb mit der Deckkraft etwas runtergehen. Auf die 50, was mir eigentlich auch schon noch zu viel ist. So ungefähr. So könnte man es machen, was mir jetzt persönlich nicht gefällt, weil ich es nicht kann. Dann versuche ich es mal hier an dieser Stelle nochmal mit meiner üblichen Technik. Und zwar nehme ich da auch einen Pinsel und mal Strähne für Strähne nach unten. Etwas rundlicher, weil es beim Schneiden normalerweise vorkommt, dass die Mähne sich so etwas einrollt. Und wenn die dann kürzer ist, umso kürzer, umso schnorkliger, eingerollter wird sie dann auch. So. Ungefähr. Und ich habe herausgefunden, dass es dann auch etwas besser aussieht, wie wenn man einfach hier so Striche runtermalt. So haben wir es dann zum Beispiel schon mal. Und dann nehme ich direkt den einen Pinsel. Und ihr werdet direkt sehen, dass es einfach komplett komisch bei mir aussieht, wenn ich mit dem arbeite. Dass da sofort das nicht mehr so. Ich muss endlich rausfinden, was das gute Wort ist für das, was ich ausdrücken will damit. Dass es nicht glatt ausläuft, sagen wir es jetzt mal so, weil ich kein besseres Wort gerade weiß. Sondern dass es einfach so extrem pixelig aussieht und es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das wegbekommen soll. Deshalb muss ich damit leben und mache jetzt hier direkt weiter, bevor ich mich noch mehr aufrege über diesen Kack. So, und mal hier wieder meine schwarzen Schattierungen rein, die ich nicht bis nach ganz oben durchziehe, sondern halt immer so praktisch am Rand von dem Mähnenstück, dass es dann aussieht, wie wenn das dann hier so aufliegt. Ungefähr so. Ich mache es auch noch mit den 2 Pixeln, dass es dann ein bisschen mehr verläuft, weil ich das ja nicht hinbekomme mit dem einen. Und nehme dann hier wieder mit meiner Weiß. Was ist jetzt los? Plötzlich malt mein Stift krüppelig, obwohl ich ihn ganz normal führe. So, ein paar Highlights. Also, heute war, glaube ich, nicht die beste Wahl, dieses Video zu machen. Weil ich es eindeutig einfach nicht hinbekomme. So, Deckkraft verringern. Und, oh, das ist zu viel. Ungefähr so. Und wie ihr seht, machen wir das einfach mal weg. Das habe ich nie gemacht. Sieht das schon viel besser aus wie das andere. Und es ist tatsächlich gar nicht schlecht geworden. Und ihr seht auch, dass man mit diesem Weiß, also mit diesem Highlight, nochmal extrem viel rausholen kann. Und hier den Schopf gucken wir auch nicht an. Das Teil ist gut geworden. Und man kann damit einfach einen schönen 3D-Effekt produzieren. Und dann gehe ich noch mal kurz zum Schweif, was eigentlich vom Prinzip her genau das gleiche ist. Man muss zuerst einfach die Form für sich festlegen, die man dem Schweif verleihen möchte, weil ich habe jetzt hier schon 14 Minuten über den oberen Teil vom Pferd gequasselt. Ich mache das jetzt hier nicht ganz so sauber, wie ich es eventuell an einem Turnierbild machen würde. Wo soll der Schweif denn ansetzen? Oben am Rücken oder was? Mensch, Meier. So. Ich schaffe es heute nicht ganz so gezielt, meine Striche zu setzen. Am besten hier auch einfach eine Vorlage holen von einem Standbild von einem Pferd oder was auch immer ihr bearbeitet, wenn ihr zum Beispiel ein
Bild in einer Bewegung bearbeitet, im Trab, im Galopp, im Schritt, was weiß ich. Nehmt euch ein Bild her und schaut das an, wie der Schweif sich da bewegt, weil die machen dann nicht irgendwie so nach oben oder hier sonst wohin, sondern die hängen meistens einfach nur da, außer wenn das Pferd irgendwie gerade nach Fliegen schlägt oder sonstiges. Und dann machen wir jetzt hier einfach so eine ganz langweilige, normale Schweifform. So ungefähr. Ich mache es immer mit meinen Kritzelstrichen. Wie er den Schweif dann nachher in die Form bringt, ist dann schlussendlich egal. Man kann es auch komplett mit einem dicken Pinsel machen und nachher die Feinheiten rausholen, aber ich male einfach meistens Strich für Strich meinen Schweif, wenn ich es nicht gerade eilig habe, so wie jetzt. Und so haben wir jetzt ungefähr die Form. Etwas dünn, aber wir wollen den ja nachher auch nirgendwo anders zur Schau stellen als in diesem Video. Ah, jetzt haben wir hier... Oh Gott. Ja, Der wird jetzt extrem dick unten, was eigentlich nicht mein Plan war, aber wie gesagt, meine Hand macht heute eh, was sie will, also von dem her lasse ich sie einfach und versuchen hier mit einem kleineren Pinsel den Schweif auslaufen zu lassen, dass wir hier keinen Spaghetti-Schweif bekommen, sondern einen schönen Schweif, der auch realistisch dann in der Form ist. So, ungefähr. Muss ja nicht super duper sein. Und genau gleich wie bei der Mähne fahren wir hier mit unseren dunklen Strichen durch, die das Ganze hier so ein bisschen vertiefen. Ja, vom Prinzip her genau das gleiche. Warum kommt mir der Ententanz in den Kopf? Ich weiß es nicht. So 3 Milliarden Jahre später, als die Dinos wieder lebten, habe ich dann den Schweif auch hinbekommen. Und dann wieder mit Weiß setzen wir unsere Highlights, die jetzt natürlich auch wunderschön aussehen, weil ich ja heute eine so feinfühlige Stiftführung habe. Und ja, mach gut, ich habe zwar nicht abgesetzt, aber mach das einfach, wenn du das möchtest, Stift. So, mehr schlecht als recht, aber für meine Zwecke reicht das erstmal. Und wieder Deckkraft verringern, soweit wie es nötig ist. Und es ist okay, ne? Also nicht ganz schrecklich. Wieder mal finde ich, dass diese Weiß extrem viel zur... Kann man Dreidimensionalität sagen? Nein, kann man nicht. Das hört sich bescheuert an. Auf jeden Fall zum Realismus beiträgt des Schweifes. Und ich hoffe, dass ich euch mit dem Tutorial, das heißt Tutorial, mit den Tipps eher, weil ich ja euch nicht zeigen will, wie man den perfekten Schweif malt, weil ich das selber nicht kann. Aber wie ich es mache, könnt ihr euch da ein bisschen was abschauen vielleicht. Selbst wenn ihr eine Maus habt, könnt ihr mit den Tricks arbeiten, indem ihr einfach gerade mit der Grundfarbe und den zwei Farben oder mit den zwei Tönen Schwarz und Weiß da noch reingeht und dem Ganzen etwas mehr 3D-Effekt verleiht. Und damit kann man, denke ich mal, leben, so wie es jetzt rausgekommen ist. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann teilt mir die einfach in den Kommentaren mit. Und ich versuche euch zu helfen. Dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Bearbeiten.